Die elektronische Schülerzeitung. Herzlich willkommen zu unserem Livestream. Wir sind vom Digger Magazin im Auftrag von Alex auf der JUT 2018. Ich bin Julian. Mein Name ist Richard und wir haben heute 4 Abgeordnete von verschiedenen Parteien. Könnten Sie sich alle mal bitte vorstellen? Ja, mein Name ist Nicole Ludwig. Ich bin 47 Jahre alt und für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus. Ja, schönen guten Tag. Tommy Tabor, 36 Jahre alt. Für die AfD-Fraktion bin ich heute hier für den Bereich Bildung, Sport und Verbraucherschutz zuständig. So. Hallo, ich bin Anne Helm, ich bin 31 Jahre alt und ich bin für die Linksfraktion die Sprecherin für Medienpolitik und Strategien gegen rechts. Mein Name ist Stefan Lenz, ich bin 49 Jahre alt für die CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus und komme aus dem Bezirk Pankow. Danke. Unser Thema heute ist Digitalisierung, eine Chance oder ein Risiko für die Zukunft Berlins. Könnten Sie dazu einfach einmal Stellung beziehen, bitte, und Ihre Meinung äußern? Ja, ich meine, die Frage ist jetzt sehr allgemein gefasst natürlich, aber grundsätzlich sehe ich immer in neuen Dingen erstmal die Chancen, die man sozusagen da ergreifen kann. Aber selbstverständlich ist immer wichtig, bei allen gerade neuen Technologien, die man vielleicht auch noch nicht gut kennt, die Risikoabschätzung vorzunehmen, bevor man alles in der vollen Breite einsetzt. Und bei Digitalisierung ist, glaube ich, ein Hauptpunkt ist das Thema Datenschutz. Also viele Dinge, die man durch die Digitalisierung einfacher machen kann, sei es in der Medizin zum Beispiel, wenn man jetzt an virtuellen Arztbesuch denkt, das ist was, das kann man sich gut vorstellen. Aber die Frage ist natürlich die Daten, die da übers Netz gehen, wo landen die, wer kann die benutzen, wer kann die abgreifen. Die Sicherheit spielt einfach eine große Rolle beim Thema Digitalisierung. Aber ich denke, Deutschland ist da gut aufgestellt, Berlin ist auch gut aufgestellt, was Sicherheit angeht, digitale, und dann ist es einfach eine große wirtschaftliche Chance, die wir nutzen können, um den Standort, sag ich mal, noch attraktiver zu machen. Ja, vielen Dank. Ja, die Digitalisierung, muss man erstmal differenzieren, was versteht man eigentlich darunter? Alles, was wir in der analogen Welt haben, wurde ja bisher digitalisiert und wird für die Weltgemeinschaft zur Verfügung gestellt. Das ist erstmal Digitalisierung, und dann muss man natürlich unterscheiden, Digitalisierung im Bildungsbereich, im Erwachsenen- oder im Freizeitsbereich, und da gibt es sehr große Unterschiede. Viele Chancen, die wir auf jeden Fall nutzen sollten als Gesellschaft. Insgesamt sollten wir uns als Gesellschaft aber immer auch überlegen, wie wollen wir leben mit der Digitalisierung? Machen wir uns eher zum Knecht der Digitalisierung, oder ist Digitalisierung eine nützliche Unterstützung für uns, so wie das Smartphone, was wir immer gerne benutzen? Jeder weiß, wir starren sehr gerne auf das Smartphone, so im Schnitt 76 Mal, 114 Minuten am Tag. Das sind knapp 2 Stunden, die uns einfach verloren gehen. Kann man negativ sehen, kann man aber auch positiv sehen, wenn man sich vernünftig damit beschäftigt. Und darüber müssen wir einfach als Jugendliche, Erwachsene im gesellschaftlichen Kontext sprechen, wie wollen wir in Zukunft unsere Gesellschaft gestalten? Ich glaube auch, es ist ein bisschen beides, aber hauptsächlich ist es eine Frage von Gerechtigkeit. Ich glaube, die Digitalisierung ist eine riesengroße Chance für mehr Gerechtigkeit, weil sich alle Menschen auf der Welt miteinander vernetzen können, miteinander austauschen können und vor allem auch Wissen miteinander austauschen können. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch die Frage nach Gerechtigkeit bei der Frage, wer profitiert davon. Also das heißt, die großen Monopole, die im Internet es gibt, zum Beispiel von Google, die birgen schon Risiken, finde ich. Und auch bei der Frage der Arbeitszeit zum Beispiel oder der Arbeitsmarktpolitik gibt es ja viele Berufe, die wegfallen durch die Digitalisierung. Und auch das, finde ich, ist durchaus eine Chance, wenn diese frei werdende Arbeitszeit gerecht verteilt wird. Also wir für kürzere Arbeitszeiten für alle zum Beispiel streiten, als dass Menschen ohne Einkommen in Zukunft leben müssen. Ja, ich würde auch in Teilen anschließen wollen. Das ist sicherlich eine große Herausforderung, die große Risiken und Chancen gleichermaßen bietet. Wir müssen das austarieren und wir müssen vor allem, glaube ich, zunächst einmal selber richtig begreifen, was da gerade passiert. Ich nenne mal ein Teilfeld, das ist die Datenwelt, die ja völlig in Bewegung geraten ist. Es ist ja viel leichter, Daten zu gewinnen, Daten auszutauschen, Informationen zu gewinnen, auszutauschen. Jetzt ist die große Frage, was heißt das für unsere Welt? Ja, man muss sich überlegen, vor 10 Jahren ist erst das iPhone als Smartphone entwickelt worden. Es ist jetzt undenkbar. Was heißt das? Was wird in weiteren 10 Jahren sein? Das sind so viele Fragen, die wir seriös gar nicht beantworten können und für die wir uns dann sensibilisieren müssen. Da hängt ganz viel dran.
und wir sind erst am Anfang, das zu begreifen. Das ist meine Auffassung. Ja, danke schön erstmal. Die Digitalisierung, verändert die denn auch in einer gewissen Hinsicht die Politik? Also, ja, jetzt mit, werden da irgendwie auch digitale Geräte besonders verwendet oder so bei Gesprächen? Ja, das verändert die ganze Welt, natürlich auch die Politik. Das sind jetzt auch wieder so viele Dinge. Es ist einmal die hohe Geschwindigkeit, die jetzt durch die Digitalisierung da ist, nämlich alles, was gesagt ist, ist ja erfasst. Das sind wir Daten, die für jeden einsehbar sind, die vervielfältigbar sind. Es ist unheimlich schwierig, Meinungsbildungsprozesse, und das ist unser Geschäft als Politik, zu ordnen, ja, sozusagen dafür zu sorgen, dass eine bestimmte Meinung sich dann auch durchsetzt, weil einfach es viel vielfältiger geworden ist. Ja, nehmen Sie mal den Bereich Medien, das ist für uns auch wichtig als Politiker, was traditionell ja der Zugang zu Informationen für die Bürger war, das ist so vielfältig geworden, allein durch das Internet, man ist nicht mehr angewiesen auf Nachrichtensendungen, nicht mehr angewiesen auf Zeitungen, kann sich überall Informationen besorgen, und dann ist die Frage, ist denn mit dieser neuen Situation noch gewährleistet, dass die Daten oder die Informationen, die man hat, dass die seriös sind? Das ist eine große Herausforderung, auch für uns als Politiker, damit gehen wir tagtäglich um. Ich glaube auch, dass der Meinungsbildungsprozess sich massiv verändert hat. Eine Veränderung ist zum Beispiel, dass wir viel direkter im Austausch sind mit Menschen, die unsere Politik, die eine Meinung dazu haben oder auch die ihre politische Meinung sich auch bilden und direkt mit uns kommunizieren. Das hat ganz positive Aspekte, weil es viel einfacher ist, auch sich an die Verantwortlichen zu wenden. Auf der anderen Seite hat es aber auch zur Folge, dass zum Beispiel so Shitstorms ganz bewusst ausgelöst werden können, um eine politische Meinung zu beeinflussen zum Beispiel, und was auch dafür sorgt, dass viele sich dann gerne mal so treiben lassen von so einer losgetretenen Shitstorm zum Beispiel. Auch das ist was, wie der Meinungsbildungsprozess sich natürlich verändert, und das heißt auch, dass die politischen Entscheidungen sich dadurch teilweise verändern. Sehe ich auch so, das ist eine Riesenchance, auch für die Politik, mit den Leuten, mit der Gesellschaft, mit den Jugendlichen in direkten Kontakt zu treten. Wie Frau Helm gerade angesprochen hat, gibt es natürlich auch Risiken. Und bevor man irgendwas schreibt, jetzt zum Beispiel bei Facebook oder bei Instagram oder bei Twitter und, sollte man sich halt schon immer überlegen, was schreibt man, nicht nur als Politiker, sondern auch als Jugendlicher. Denn wir wissen ja, das Netz vergisst nichts, und ja, bevor man Quellen zitiert, sollte man tatsächlich wirklich, oder gar keine Quelle hat und irgendwas sagt, zitiert, doch lieber nochmal genauer nachschauen. Und das gilt für die Erwachsenen als auch für Jugendliche. Insgesamt ist die AfD ist ja noch eine sehr junge Partei. Für uns ist dieses Medium Internet natürlich eine Riesenchance, überhaupt auf uns aufmerksam zu machen. Und das nutzen wir auch sehr professionell. Jetzt kann man natürlich einräumen, wir machen auch mal Fehler, ganz klar, wo der ein oder andere mal was sagt, was vielleicht nicht gesagt werden sollte. Aber nichtsdestotrotz sehen wir das Medium, Internet, Social Media, Twitter etc. als die Chance, um die Demokratie auch zu stärken. Ja, meine Kollegen haben es ja schon so ein bisschen gesagt, alles. Also ich persönlich kann sagen, ich finde es unglaublich toll, dass so viele Menschen durch das Internet die Möglichkeit zur Teilhabe haben, egal wie alt man ist, egal in welchem körperlichen Zustand man ist, egal wo man auf dem Erdball ist. Man kann in Berlin an einer Plenarsitzung teilnehmen, sage ich jetzt mal so. Ja? Man kann seine Meinung äußern, man kann Informationen über alles kriegen, und das ist ein Wahnsinnsfortschritt. Wenn ich das überlege, jetzt sag ich mal, als ich jung war, wenn ich mal zu einem Thema recherchiert habe, das war immer wahnsinnig aufwendig, durch 3 Bibliotheken gerannt und was man alles machen musste, um Informationen zu kriegen. Und das ist jetzt super, und ich finde es auch toll, dass sich jeder sehr schnell, sehr direkt äußern kann. Aber es stellt natürlich die Politik vor Wahnsinnsherausforderungen, diese direkten Meinungsäußerungen auch richtig zu bewerten, zu clustern, was daraus zu machen, das umzusetzen. Das ist schwierig, und tatsächlich ist es schwierig, wenn dann Meinungen, sag ich mal, im Internet verbreitet werden,
die nicht richtig sind. Fake News zum Beispiel ist so ein schönes Beispiel einfach. Und die Schwierigkeit, die der Endverbraucher hat und die auch die Jugend hat, die richtigen Meldungen von den falschen zu unterscheiden, das ist, glaube ich, die große Kunst, das rauszufiltern der richtigen Informationen. Und deswegen fordern wir auch viel mehr Digitalisierung in der Schule schon unterzubringen, viel früher in den Klassen schon Bildung am Internet, am Computer, wie geht man damit um, mit dieser Wahnsinnsinformationsflut? Weil das ist, glaube ich, die große Herausforderung, nicht nur für uns Erwachsene und Politiker, sondern für die ganze Gesellschaft und für die Jugend, wirklich das rauszufiltern, was ist relevant und worauf kann ich mich verlassen. Und deswegen, das wäre mein Wunsch, dass es in den Schulen viel, viel, viel stärker Beachtung findet, der Umgang mit den Informationen. Ja, das stimmt. Ich wollte nochmal auf den Datenschutz eingehen. Und zwar vor einem Monat ist die neue Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten. Was hat sich denn alles verändert? So, also betrifft das uns Jugendliche auch? Oder was hat sich denn da, was steht denn da drin? Also was hat sich alles grundlegend verändert? Ich kann ja erstmal versuchen zu antworten. Also für mich persönlich, ich bin auch Unternehmer, ich habe ein eigenes Unternehmen, hat sich dahingehend vieles geändert, dass die Arbeitsprozesse ein bisschen langsamer geworden sind. Man muss jetzt viel mehr beachten, viel mehr abspeichern, wo habe ich die Daten her und. Was erstmal gut klingt. Datenschutz ist für die Wirtschaftswelt eher kontraproduktiv, weil es kostet einfach Zeit, aber es ist halt ein wichtiges Thema und von daher muss es auch umgesetzt werden. Und im politischen Bereich muss ich gestehen, für uns, wir haben natürlich unsere Mitglieder darüber informiert, dass wir ihre Daten jetzt abspeichern und. Aber so konkrete negative Einflüsse im politischen Bereich sehe ich da jetzt momentan nicht. Da würde ich ehrlich gesagt direkt mal drauf parieren, weil das sehe ich als auch Unternehmerin. Also eigentlich, jetzt habe ich so viel mit Politik zu tun, habe leider keine Zeit mehr für mein Unternehmen gehabt. Das musste ich irgendwann dann beenden. Aber ich sage mal, eigentlich ist der Datenschutz in Deutschland das ein Standortvorteil für die Unternehmen. Das sagen auch internationale Unternehmen. Es ist, weil man hier weiß, hier kann man sich, sag ich mal, darauf verlassen, dass der Datenschutz eingehalten wird. Also es ist im Grunde, es ist ein Wirtschaftsvorteil, auch wenn es jetzt im Moment durch die Umsetzung dieser Datenschutzgrundverordnung ist. Es ist ja nicht so, als wäre das neu. Also das, was da kam, ist ja schon seit Jahren bekannt gewesen. Es war klar, es muss umgesetzt werden. Und naja, wie alle so sind, da in letzter Sekunde, uiuiui, oh, morgen tritt es in Kraft, jetzt muss ich mal schnell allen meinen Kunden Bescheid sagen und sie bitten zu unterschreiben, dass sie den Newsletter noch weiter bekommen dürfen und so. Ne? Haben halt alle sich sehr spät drum gekümmert, deswegen ist es jetzt sehr aufwendig für alle und sie stehen so ein bisschen da vor, sag ich mal, Schwierigkeiten zum Teil. Aber letztlich ist es eigentlich ein Riesenerfolg, weil ich meine, was man alles im Internet preisgibt, ja, aber preisgeben kann, bewusst oder unbewusst, das ist einfach, wir haben ja eben gerade über Informationen im Netz gesprochen, es ist einfach wahnsinnig viel. Es ist ganz wichtig, dass der Einzelne geschützt wird und nicht einfach seine Daten, seine Informationen an jeden weitergegeben werden können zur Weiterverarbeitung. Und es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die jetzt im Grunde umgesetzt wird gesetzlich. Und ich glaube, das ist jetzt ein bisschen Panik bei den Unternehmen und ich sage mal auch bei uns Politikern. Wir haben ja auch Newsletter, die wir verschicken an interessierte Kreise. Jetzt war ein bisschen Panik, diese Sachen so ein bisschen besser umzusetzen, auf den Internetseiten entsprechende Hinweise zu geben, wirklich genau zu gucken, welche Fotos man von wem verwenden darf, auf welcher Veranstaltung zum Beispiel von uns jetzt hier heute, ne? Darf man das? Ja, wir sind Personen des öffentlichen Lebens, unsere Fotos darf man verwenden, aber Fotos von euch wüsste ich jetzt zum Beispiel eher nicht. Da müsste man fragen und ein schriftliches Einverständnis holen. Und das ist eigentlich richtig, dass es so ist und das ist auch gut und letztlich wird das auch ein Standortvorteil für Deutschland sein, auch wirtschaftlich gesehen. Ich glaube, für die Politik hat sich vor allem verändert, dass ganz viele Politikerinnen und Politiker sich plötzlich mit Datenschutz auseinandersetzen mussten, die das vorher nicht besonders interessiert hat, weil das in jeden Bereich der Politik eingreift. Ein Beispiel aus der Medienpolitik, wir mussten uns jetzt damit befassen, dass die Presse zum Beispiel bestimmte Privilegien hat, die andere nicht haben. Das heißt, sie sind auch in bestimmten Bereichen des Datenschutzes ausgenommen, um frei recherchieren zu können. Und das sind alles Dinge, die mussten geregelt werden über Ausnahmeregelungen von
aus der Datenschutzgrundverordnung. Und da ging es natürlich plötzlich um Abwägungen von bestimmten Wertegütern und von bestimmten Grundrechten. Und das ist eine durchaus wichtige Auseinandersetzung, die nun plötzlich geführt werden musste. Und da ist die Politik manchmal gar nicht so anders, als ich mich in der Schulzeit zum Beispiel erinnere, dass man manchmal alles auf den letzten Drücker macht und erst, wenn einem auffällt, dass die Frist abläuft, dass man sich dann mal Gedanken macht, was einem dort vielleicht das Wichtigste ist. Aber das waren spannende Diskussionen. Und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass die größte Neuerung ist ja vor allem die Vereinheitlichung auf europäischer Ebene. Und das halte ich für sehr wichtig, weil gerade wenn wir von multinationalen Konzernen sprechen, mit denen gegenüber wir die Rechte durchsetzen müssen von den Europäerinnen und Europäern, dann ist es manchmal sehr schwierig, das auf nationaler Ebene zu regeln, weil die sich einfach ihren Standort aussuchen können und das anpassen können nach den jeweiligen Regeln, die dort herrschen. Und so haben wir bessere Möglichkeiten, da gemeinsam auch auf Augenhöhe zu agieren. Und deswegen glaube ich, ist das eine gute Sache. Ja, das klang ja schon an. In der Tat ist ja auch nicht alles neu, was jetzt da drin steht. Das beschäftigt uns, die wir das fachpolitisch betreiben, schon seit vielen Jahren. Aber, und das ist wirklich was Gutes der Diskussion, es kommt jetzt in den Köpfen der Menschen an. Die Menschen fangen an, darüber nachzudenken, was ist mit meinen Daten? Es ist klar, wem gehören diese Daten? Zunächst einmal gehören die demjenigen, dem sie zuzuordnen sind. Es ist mein Bild, es sind meine Geburtsdaten, es ist meine Adresse. Und es gibt jemanden, der darüber wacht. Ja, das ist der Datenschutzbeauftragte. Es gibt andere Stellen, die auch dann, wenn meine Datenschutzrechte verletzt werden, etwas tun können. Das ist wichtig, das in den Köpfen zu verankern der Menschen. Das wird die Debatte hoffentlich auch verändern und eine höhere Sensibilität schaffen. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Interessen, wirtschaftliche Interessen. Und immer derjenige, der das beachten muss, ist genervt, weil ihn das Arbeit kostet. Auf der anderen Seite gibt es aber eben gute Gründe dafür, dass dieser Grundsatz, dass jedem seine Daten selbst gehören, zu beachten ist. Und jetzt ist die Frage, wie tariert man das aus? Und das müssen wir als Gesetzgeber tun. Und das hat uns jetzt beschäftigt seit Jahren. Und jetzt ist es in der öffentlichen Debatte und es ist auch gut so. Jetzt so die Regeln und Gesetze dann jetzt in der Zukunft mit neuen, mit der Digitalisierung und so, mit wenn alles eigentlich neu ist. Wer macht denn dann die Regeln und Gesetze? Die Parteien oder Präsident? Na wir. Ja, also es ist so, wir haben ja eine Kompetenzordnung in unserer Gesellschaft. Wir haben eine Bundesebene, wir haben die Landesebene und darunter gibt es dann noch eine kommunale Ebene. Das ist in Berlin nicht so ausgeprägt wie in den Flächenstaaten. Und wenn wir zuständig sind für Landesfragen, dann machen wir als Landesparlament die Regeln. Das sind Gesetze, die wir machen. Manchmal sagen wir auch, wir eröffnen eine Regelungskompetenz für die Verwaltung und dann wird im Verordnungswege eine Detailregelung getroffen von der Verwaltung. Aber im Prinzip machen wir die Regeln, die Gesetze für das Land Berlin. Der Bundestag macht das für den Bund. Und es gibt auch noch eine Ebene darüber. Es gibt die Europäische Union und die hat auch unter bestimmten Voraussetzungen, in bestimmten Feldern die Möglichkeit, selbst Regelungen zu treffen, entweder direkt oder meistens indirekt, indem sie sagen, so und so ist es zu regeln und das ist in den Nationalstaaten umzusetzen. Ja, aber wir als Parlamente auf allen Ebenen sind diejenigen, die die Regeln machen. Im Auftrag der Bürger, die wir repräsentieren. Der Kollege hat es ja eigentlich ganz gut erklärt, wie das in der Politik läuft. Ich würde vielleicht höchstens noch ergänzen, dass die Frage nach Regeln ja nicht nur Gesetze umfasst, sondern beispielsweise auch Verträge. Und das ist dann immer noch mal was anderes, weil bei Verträgen gibt es immer zwei Vertragsparteien in der Regel. Das heißt, das ist noch mal was neben den Gesetzen läuft. Da machen dann auch die Länder, die Kommunen noch mal eigene Verträge zum Beispiel mit privaten Unternehmen oder auch wenn die Nutzerinnen und Nutzer selber zum Beispiel Verträge eingehen mit Anbietern, dann können die natürlich dort selber auch die Regeln gestalten, solange sie innerhalb der Gesetze agieren. Das heißt, da ist das manchmal schwierig, das über Gesetze einzuschränken, aber das sind natürlich auch nochmal Regelwerke, die neben den Gesetzen existieren. Tja, viel gibt es nicht mehr zu ergänzen, außer man hat natürlich die Möglichkeit, auf Städte- oder auf Länderebene oder bundesweit Gesetze zu verabschieden, aber halt auch noch die EU, das Europäische Parlament, ist dafür ja mitunter auch zuständig. Und jetzt ist natürlich Geschmackssache, wozu steht man? Will man lieber mehr Kompetenzen abgeben an die EU oder sagt man, okay, wir wollen lieber hier, da wo wir sind, wo wir uns auskennen, da wollen wir selber Gesetze gestalten? Da scheinen sich die Geister.
links und rechts sicherlich neben mir. Meine Partei steht eher dafür, dass wir so möglichst viel vor der eigenen Haustür selber entscheiden und das nicht abdelegieren an das Europäische Parlament. Darüber kann man streiten, da gibt es sicherlich auf beiden Seiten Pro und Kontras. Aber das ist eigentlich auch noch ein Unterschied, wo Gesetze, Regeln erlassen werden können. Naja, da muss ich natürlich drauf eingehen, also weil ich fühle mich schon als Teil der EU und es ist für mich nicht irgendwie eine dritte oder vierte oder fünfte Macht, so wie Sie das jetzt eben ausgedrückt haben, die sind jetzt nicht fern, sondern wir sind Teil der EU und wir gestalten da ja mit. Das ist ja nicht so, dass die da irgendwas machen, womit wir jetzt nichts zu tun haben. Und deswegen von daher, also und ich bin sehr dafür, dass wir natürlich in der EU Dinge vereinheitlichen. Es ist auch für die Wirtschaft wichtig, gerade das Thema Datenschutz ist ein Riesenpunkt. Es ist total wichtig, dass in allen Ländern der EU gleiche Datenschutzregeln gelten, weil es sonst für Unternehmen, die jetzt in Deutschland gründen und dann expandieren wollen in andere Länder, ist es immer total schwierig gewesen, bis vor kurzem noch, weil überall verschiedene Datenschutzregeln sind. Ja? Ah, okay, hier muss ich irgendwie die Fotos, darf ich da nicht veröffentlichen, hier muss ich Einverständnis holen und so weiter. Jetzt ist das angeglichen und das ist eigentlich ein Riesenfortschritt eben auch für die Wirtschaft. Was ich aber sagen wollte eigentlich, zu der Frage, die ihr gestellt habt, irgendwie, ja, wer macht denn eigentlich die Gesetze? Ja? Ihr macht eigentlich die Gesetze. Das darf man jetzt also ja auch nicht vergessen. Jeder Bürger und jede Gruppe Menschen kann sich ja beteiligen an Gesetzgebungsverfahren, indem man sich engagiert in bestimmten Interessengruppen. Ja? Es gibt ja Verbände, die sich mit Digitalisierung, mit Datenschutz, mit Startups und so beschäftigen. Und wenn man dort engagiert ist, nimmt man an diesem Meinungsbildungsprozess teil und kann eben Politik mit beeinflussen. Ja? Ich will jetzt nicht das Wort Lobbyverband sagen, sondern eigentlich ist es jeder Einzelne kann mitwirken. Und diese Möglichkeit, glaube ich, die sollte man nicht vergessen, weil das ist ja eigentlich das Schöne an unserer offenen Demokratie, dass jeder mitgestalten kann. Ich kann noch was ergänzen, weil das ist natürlich richtig. Es ist überhaupt nichts Abgehobenes, auch wenn das Parlament das macht, sondern es ist ein permanenter Prozess. Das muss auch so sein, weil man hat ja ein Mandat auf Zeit, um Dinge zu tun und muss sich immer wieder rückversichern, ob das auch in Ordnung geht. Das ist ja eine große Herausforderung in einer repräsentativen Demokratie. Die Bindung an die Wahlbevölkerung, also an ja, alle, die ein Stimmrecht haben, zu halten. Und es gibt auch Durchbrechungen. Es gibt natürlich schon die Überlegung, kann denn das Volk in manchen Fragen nicht selbst entscheiden, direkt unabhängig von seinen Repräsentanten? Und das haben wir in Berlin sehr, sehr gestärkt in den letzten Jahren. Ja, wir sind eigentlich eine Verfassungsordnung, die diverse Elemente direkter Demokratie vorsieht, bis hin sogar zur Möglichkeit, dass eine gesetzliche Regelung getroffen werden kann, direkt durch die Wahlbevölkerung. Also da gibt es Durchbrechungen. Es ist also auch möglich, dass das Berliner Volk direkt selbst eine eigene Regelung macht. Das geht. Und es geht nicht in allen Ländern gleichermaßen, aber in Berlin gibt es diese Möglichkeit und das wird auch gelebt. Also wir haben ständig Volksbegehren, Volksentscheide, also regelmäßig. Und mal sind wir sehr zufrieden als Christdemokraten, mal sind wir nicht so zufrieden. Das ist je nach Anliegen unterschiedlich und das ist eine direkte Möglichkeit für die Berliner, sich einzumischen. Also auch diese Möglichkeit gibt es. Sonst keiner mehr was zu ergänzen? Gut. Dann wollen wir nochmal auf den täglichen Gebrauch von so zum Beispiel dem Smartphone, digitalen Geräten und auch sozialen Netzwerken eingehen. Verändert das unser und Ihr Verhalten oder also wird man gar nicht beeinflusst von zum Beispiel Werbeanzeigen oder insgesamt den digitalen Geräten, weil man zu viel abgelenkt wird? Also ich persönlich glaube nicht, dass irgendjemand sagen kann, er wäre davon nicht beeinflusst. Ja? Das ist ja fast unmöglich. Und ich habe jetzt mal gerade wir als Politiker, die müssen ja immer ganz schnell informiert sein über alle möglichen Veränderungen und was in der Welt so passiert. Und also ich sage mal ganz ehrlich, das ist manchmal schon ein bisschen anstrengend, ja. Also weil die Informationskanäle sind ja auch sehr viele. Ne? Es gibt Twitter, wo dann Herr Trump irgendwie immer irgendwas Neues uns erzählt. Und dann gibt es unsere WhatsApp-Gruppen, die man auch als Politiker hat. Die habt ihr als Schüler für eure Schulklasse und die haben wir als Politiker für unsere Parteiklasse oder unsere Fraktion halt, unsere Gruppen dort, ja, und man wird auf vielen Kanälen informiert und muss eben auch da sehen, wo ziehe ich das Relevante raus und wo schalte ich auch mal ab. Also ich sag mal, das muss ich auch sagen, gerade als Politiker oder als Selbstständiger, wenn man Unternehmer ist, es ist einfach mega wichtig, diesen ganzen Scheiß mal in die Ecke zu schmeißen und zu sagen, so, jetzt lese ich ein Buch oder eine Zeitung oder gar nichts, guck einfach mal den Himmel an, weil man wirklich natürlich durch die Informationsflut auch ein bisschen
Es ist einfach auch sehr, sehr anstrengend, ja. Und ich glaube, das ist auch, deswegen nochmal zurück zu dem Thema Behinderte in der Schule, Digitalisierung, Umgang mit dem Internet. Ich finde auch Umgang mit Smartphone, mit allen digitalen Geräten, die wir haben, das muss man eigentlich lernen, ja. Also man kann nicht einfach sozusagen alles sozusagen wild nutzen, sondern man muss eigentlich lernen, damit umzugehen. Dann finde ich es auch richtig, dass man früh damit anfängt, dass Jugendliche schon früh ein Smartphone haben, früh Computer haben, früh den Umgang lernen. Aber wichtig ist, wie man das Beste sozusagen für sich dabei rausholt. Also das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt bei der Nutzung. Ansonsten hat das natürlich alles wahnsinnig Vorteile, weil man einfach schnell informiert ist und klar. Es sollte dann auch so Workshops für Lehrer geben, damit sie einen besseren Umgang und so. Und es würde ja auch nochmal mehr Arbeitszeit für die Lehrer bedeuten. Also habe ich jetzt ganz unterschlagen. Eigentlich brauchen die zuerst mal natürlich die Weiterbildung. Und das ist tatsächlich so ein bisschen schwierig. Die Entwicklung mit dem Internet ist natürlich eine sehr schnelle. Ja? Und viele, sag ich mal, so viel Systemisches in Deutschland kommt natürlich mit der Entwicklung nicht immer hinterher. Also die Lehrerausbildung wird wahrscheinlich nicht so schnell angepasst, wie sich das Internet entwickelt. Ja? Da müsste es, klar, also auf jeden Fall muss da wahrscheinlich bei den Lehrkräften erstmal für Weiterbildung gesorgt werden. Und im Grunde müsste, das weiß ich jetzt persönlich gar nicht so genau, wie die Weiterbildung bei Lehrkräften geregelt ist, weil ich weiß, es ist ja einer meiner Kollegen, aber das müsste dort eigentlich eine permanente Weiterbildung anhand der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung, und dazu gehört eben die Nutzung von Internet und Smartphone, müsste im Grunde dazu gehören, ja. Also zum einen die Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern sollte natürlich nicht auf Kosten, also von mehr Arbeitszeit für sie bedeuten. Das ist, glaube ich, das sollte klar sein. Also den Lehrermangel müssen wir da an anderer Stelle beheben. Das ist schon mal klar, denke ich. Grundsätzlich halte ich nicht so sehr auch nicht so sehr von dieser These, dass die Menschen durch den Gebrauch von Social Media oder generell von Devices verdummen würden oder so. Es gibt ja ein paar, die diese These vertreten, davon halte ich grundsätzlich nichts. Ich glaube aber, dass es schon gewisse Risiken birgt. Es ist jetzt zum Beispiel schon so durchgeklungen, dass es sehr oft eine ganz hohe Stressbelastung gibt von Menschen, die zum Beispiel nie so richtig von der Arbeit abschalten können, weil der Arbeitgeber immer erwartet, dass sie erreichbar sind, dass man sozusagen nie mal Feierabend hat. Und ich finde, da muss man eigentlich gar nicht das Buch zur Hand nehmen, sondern eigentlich sollte das auch sein, dass wenn man Feierabend hat und dann auch online sich privat bewegen kann sozusagen. Aber das lässt sich oftmals eben nicht so richtig voneinander trennen, und das ist, glaube ich, schon ein Risiko für eine Stressbelastung zum Beispiel. Und ich glaube auch, das ist ja unter dem Schlagwort Filterbubbles, wird das ja oft so verwendet, dass wir dazu neigen oder auch das von den Algorithmen her so berechnet wird, dass uns das angezeigt wird, was uns potenziell gefällt. Also schon alleine bei den Werbeanzeigen ist das ja so, interessiert man sich für Turnschuhe, dann kriegt man Werbung für Turnschuhe angezeigt. Und so ist das eben auch mit anderen Inhalten, und das führt in der Tendenz dazu, dass wir so eine gefilterte Wahrnehmung der Realität teilweise haben. Also dass wir nur Sachen lesen von Leuten, die eh der gleichen Meinung sind wie wir. Und das birgt, glaube ich, schon ein Risiko, weil es dazu führen kann, dass man tatsächlich ein bisschen eine verzerrte und gefilterte Wahrnehmung hat auf die Welt und auf aktuelle politische Diskussionen auch zum Beispiel. Und ich denke, dass eine Lösung da wäre, wenn man da mehr Transparenz schaffen würde, dass die Menschen das selber entscheiden können, welche Filter sie dafür sich einziehen und was sie dort sehen wollen und lesen wollen und was nicht, und dass Facebook das nicht für sie entscheidet. Die Eingangsfrage war ja, wie es uns auch selber als Politiker beeinflusst. Wenn man früh morgens aufsteht, mein Tag beginnt so um 6 Uhr, habe zwei kleine Kinder, dann werden die gewaschen, kriegen eine neue Windel und kriegen ihre Milch, und dann guckt man das erste Mal oder spätestens mal bei WhatsApp, Facebook nach, was gibt es Aktuelles, liest ein paar Zeitungsartikel, da kann man sich gar nicht entziehen der Thematik, man ist da mittendrin, man benutzt es auch gerne. Das zum Thema Werbung. Das ist natürlich individuell abhängig. Der eine lässt sich davon mal mehr, der andere mal weniger beeinflussen von der ganzen Werbung. Wenn man mal eine Waschmaschine sucht, dann wird einem auch noch eine Waschmaschine als Werbung angezeigt, obwohl ich sie schon gekauft habe halt. Also das weiß das Internet zum Glück noch nicht, dass ich sie dann gekauft habe. Dementsprechend ist das natürlich dann schon was Veraltetes, was man gar nicht mehr braucht. Aber die Technik wird sicherlich auch dahin gehen, wenn man das jetzt zum Beispiel elektronisch kauft,
egal welchen Artikel, dann weiß das Internet dann spätestens auch, okay, jetzt kann ich ihm andere Werbung anzeigen, das Bedürfnis ist jetzt erstmal gestillt. Zum Thema Lehrer muss man natürlich wirklich schauen, wie kriegt man das hin, dass die Lehrer sich da auch noch weiterbilden können zu dem ganzen Ding, die sie sowieso schon zu tun haben. Ja, es gibt ja eine Vielzahl von Aufgaben, die die Lehrer machen müssen, die nicht mal unbedingt was direkt mit dem Unterricht für euch Jugendliche zu tun haben in der Schule. Und da muss man schauen, wie kann man Arbeitsentlastung überhaupt erstmal herstellen für die Lehrer, sodass sie sich besser auf euch konzentrieren können, um euch adäquat vorzubereiten aufs Abitur, nur 10. Klasse Abschluss oder sowas halt, ne? Je nachdem, was man möchte. Und gibt es eine Menge Chancen. Wir persönlich von der AfD lehnen das jetzt eher ab, dass man schon in der Kita, in der frühkindlichen Bildung Kindern mit Tablets und Smartphones quasi beeinflusst, dass sie das benutzen. Wir denken eher langsam einfließen lassen in der Grundschule, aber immer nur als Mittel zum Zweck. Gelernt wird analog, so wie wir jetzt hier sitzen, vis-à-vis, wir sitzen uns gegenüber, können miteinander vernünftig sprechen. Ich denke, das ist auch der Weg, sollte der Weg in der Zukunft sein, dass man den persönlichen Kontakt einfach pflegt und auch sucht, denn das macht unseren Charakter aus, das bildet uns, das prägt die Persönlichkeit letztendlich, als wenn man immer nur auf den Monitor schaut. Ja, das ist, ich finde, wirklich sehr, sehr kompliziert auch. Also wir haben auf der einen Seite haben wir eine unbegrenzte Anzahl von Möglichkeiten, Informationen, auf die wir Zugriff nehmen können, die wir sortieren müssen. Und auf der anderen Seite gibt es die Erwartungshaltung, dass alles immer schneller gehen soll. Und das ist natürlich nicht machbar. Wenn jetzt, die Kollegin hat es ja gesagt, Wahrnehmung ist gesteuert durch Filter. Ja, wer steuert diese Filter? Am besten wäre es natürlich selber zu bestimmen, wie meine Wahrnehmung sortiert wird, wie soll das gehen. Und gleichzeitig die Erwartungshaltung, alles geht immer schneller. Wir sind ja angesprochen, wie ist das bei uns im Alltag? Also ich habe mich persönlich bewusst entschieden gegen Twitter, gegen Facebook. Ich möchte das eigentlich auch so halten, weil ich mir dadurch ermöglichen will, vielleicht nicht ganz so schnell zu reagieren. Ich persönlich finde es nicht so gut, wenn jetzt, also bei den einzelnen Politikern ist es nicht so entscheidend, aber wenn jetzt jemand wie ein Minister oder ein Repräsentant bis hin zum amerikanischen Präsidenten auf dem Sofa liegt und irgendwas in die Welt twittert, 5 Minuten nachdem die Sache, die er kommentiert, entstanden ist, das ist zu schnell, dann kann man nicht überlegen und was man in der Welt ja, hat, das kriegt man nicht mehr zurückgenommen. Ich habe da auch keine Patentlösung, aber ich sage halt, wir müssen das irgendwie hinbekommen, dass wir vielleicht dann doch etwas entschleunigen, um diese Vielfalt sortieren zu können an Möglichkeiten und Informationen, die wir haben. Ich habe da auch kein Patentrezept, aber erstmal muss man sich, glaube ich, das bewusst machen und dann muss man suchen nach einer Lösung. Und manchmal ist es, glaube ich, kein Fehler, auch wenn alle sagen, schnell, 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 zu sagen, halt, ich muss erstmal nachdenken, ich muss mal sortieren, ich muss mir Gedanken machen, ich muss das, was an Informationen an mich herangetragen worden ist, erstmal prüfen. Vielleicht gibt es ja da jemand, der aus interessierten Kreisen oder aus bestimmtem Interesse heraus diese Informationen so an mich heranträgt. Ich muss es selber bewerten und das braucht eben Zeit und manchmal braucht es deswegen auch etwas Entschleunigung, nicht Beschleunigung. Gut, danke. Also wir haben gemerkt, es gibt bei der Digitalisierung noch einige Risiken, aber viele sehen auch eine Chance darin, Berlin sehr zu digitalisieren. Danke für Ihre Zeit und ich hoffe, Ihnen hat es gefallen.